Die ganze Geschichte steht natürlich nicht einfach in der Luft, sondern die ganze Geschichte ist in einen geordneten Prozess eingebettet. Wir haben im Jahr 2010 haben wir angefangen, oder 8 haben wir eigentlich angefangen, 10 und 11 ist ein Masterplan geschaffen worden. Der Masterplan hat einmal ungefähr gezeigt, was in welchem Quartier in Buchs in etwa in der Zukunft auch für Entwicklungen sollen ablaufen. Aus dem Masterplan heraus haben wir nachher die Revision vom ziemlich alten Richtplan, ich glaube aus dem Jahr 1995 gemacht. Im Jahr 2011 ist der kommunale Richtplan nachher fertig gewesen. Was aber gleichzeitig in der Zwischenzeit auch noch passiert ist, dann ist das Raumplanungsgesetz auf Stufe Bund angepasst worden ist, in Kraft getreten ist. Und das hat dann wiederum für uns dann auch Konsequenzen, wie wir nachher sehen. Aber basierend auf dem Richtplan hat man ab 2011 dann können eigentlich in verschiedensten Gebieten mit Teilzonenplänen, die sich an dem Richtplan ausgerichtet haben, hat man können weiterarbeiten. Man hat also hier, wo der Richtplan in Kraft treten ist, nicht einfach der Gesamtzonenplan für die ganze Gemeinde, für das ganze Baugebiet in der Gemeinde überarbeitet, sondern man hat mit Teilzonenplänen geschafft, basierend auf dem Richtplan. Das sind ein paar Beispiele, was man in dieser Zeit gemacht hat. Dann. Weitergegangen ist es, man hat dann basierend auf diesen Teilzonenplänen hat man natürlich dann auch weitere Massnahmen, Projekte, Gestaltungs- und Sondernutzungspläne können machen. Immer wenn ein Teilzonenplan quasi genehmigt worden ist, man hat ja gegen jeden Teilzonenplan kann die Bevölkerung als Referendum ergreifen, wenn sie das will. Das ist passiert zum Beispiel im Fall von Chefritz. Nachher geht es weiter eigentlich, wenn man Teilzonenpläne hat, kann man Massnahmen machen. Also das ist ein logischer Ablauf, ein logischer Prozess. Und was jetzt eben eigentlich ansteht, jetzt kann man nicht mehr einfach so mit einer Einzelmassnahme weitermachen, sondern jetzt müssen wir für die ganze Stadt Buchs, das ganze Baugebiet, muss jetzt neu angeschaut werden, überprüft werden. Und das ist das Einleitende. Mit dem neuen Planungs- und Baugesetz vom Kanton wollen wir jetzt auch in der nächsten Zeit das Baureglement Gesamtrevision machen, Gesamtzonenplanrevision. Für das haben wir am 1. Oktober 2017 haben wir eine Frist von 10 Jahren. Also wir haben jetzt im Herbst vom letzten Jahr angefangen mit dem Aufgleisen des ganzen Prozess. Wir hoffen aber selbstverständlich nicht, dass wir wirklich die ganzen 10 Jahre brauchen. Wenn wir jetzt die Einführung machen, was sich in der Raumplanung den wesentlich geändert hat, nehmen wir mal relativ weit Anlauf in der Vergangenheit, um einfach das so in den Rahmen stellen und Ihnen zeigen, dass Raumplanung eigentlich gar nicht so etwas Neues ist. Raumplanung ist auch problemlösend, das hat einfach etwas damit zu tun, dass die Menschen immer müssen sich organisieren, sodass sie möglichst effizient ist. Also Raumplanung haben wir immer betrieben. Das, was wir eigentlich vorfinden, das historische Siedlungsstruktur, ist auch Folge eigentlich von der Herausforderung von einem Raum, wo man sich möglichst ideal drin organisiert hat. Wenn das Gebiet wie hier im Berg eher was Streubesiedlung hat, hat das schlicht und einfach etwas damit zu tun, dass wenn ich täglich einen Viehtrieb habe und die Kühe sind nicht so schnell unterwegs, ist es wahrscheinlich effizient gewesen, wenn mein Hof in der Mitte vom Land ist. Dann habe ich einfach am wenigsten Zeit verloren, wie am effizientesten gewesen. Obwohl es eigentlich eine Siedlungsstruktur ist, die man nicht gerne hat, allein wohnen dort Menschen nicht gerne. Es ist auch furchtbar ineffizient, weil man fast alles selber machen muss, außer dann ab und zu mal der Hausierer kommt. Eigentlich ist man wie bei Dörfern. Wenn man zusammenkommt, wenn man Einheiten macht, kann man sich spezialisieren. Und darum ist auch die Ackerbauregionen, wo das Problem ein bisschen weniger war, ist man in den Dörfern gewesen, da hat man sich spezialisieren. Aber das ist eigentlich Raumplanung. Also der Raum hat immer vorgegeben, wie das man drin sich organisiert. Das ist lange natürlich schon ganz fest abhängig von der Natur. Und das hat auch sehr effiziente Raumstrukturen gegeben, wie man sie historisch kennt, auch immer noch haben. Und dann ist irgendetwas passiert, also größer noch vor 150 Jahren. Es ist einfach mal möglich gewesen, dass man das Leben sich anders organisieren können, indem man externe Energien nutzen können. Das zeigt hier mit der Eisenbahn. Da hat eine Spezialisierung zugelassen. Es sind auf einmal irgendwo Arbeiterhäuser entstanden, Fabriken entstanden.
Getreidewirtschaft ist irgendwo verschwunden, weil man es gescheit an einem anderen Ort produziert hat. Man konnte sich mehr konzentrieren. Auch ein grosser Teil der Dörfer, die wir heute haben, ist eigentlich aus dieser Zeit, wo es historisch ja nicht geht. Früher hat es einfach Wohnhäuser gegeben und nichts gemacht. Es war immer ein Handwerker, der hat einen Bauernbetrieb oder etwas gehabt. Also man hat aufgrund von dem immer noch Raumplanung. Man hat sich selber so organisiert, wie es am effizientesten ist. Und Mobilität ist eine ganz wichtige Steuergrösse, wenn es um die Raumplanung geht, weil die eigentlich genau die Konzentrationsprozesse eben zulässt, beziehungsweise eben nicht zulässt. Und ganz fest geführt worden ist dann natürlich noch konkret mit individueller Mobilität, mit dem Autofahren, wo währenddem vielleicht diese Bahn früher noch mehr für Transport oder für Ferien Thema war, auf das Mal aus dem Täglichleben, wo anders können organisieren. Ich musste nicht mehr dort wohnen, wo ich gearbeitet habe und meine Freizeit verbracht habe. Und dann die Auswirkung wieder auf den Raum. Und die Auswirkung auf den Raum war, da muss man immer wieder sagen, mit Zersiedlung, es sind eben auch Orte und Häuser entstanden, wo das früher noch gar nicht funktioniert hat. Und da hat die Konzentrationsprozesse die sind weitergegangen. Etwas, was ganz konkret ist, der Detailhandel. War wo in Haag eines der ersten grossen Einkaufszentren, wo man dann gesagt hat, das Läden ist der, wo man die Auswirkung im Raum gemerkt hat. Und das ist also die Zeit in den 70er Jahren, wo die Schweizer gefunden haben, ja, jetzt funktioniert es eigentlich nicht mehr so gut. Jetzt müssen wir untereinander Regeln abmachen, wo die Probleme, die mit dieser Mobilität entstehen, irgendwo in Griffe bringen. Und so eine Regel war, das kann man euch zeigen mit dem toten Fisch drin. Eine Regel war die erste, raumplanerische Vorschrift, ich darf nur noch dort bauen, wo ich innerhalb von der Kanalisation erschlüssig bin. Das ist einfach nur nicht mehr in die Bäche. Das war eigentlich das erste raumplanerische Gesetz gewesen, und in den 80er Jahren ist dann wirklich ein Raumplanungsgesetz gekommen. Und das Raumplanungsgesetz hat gesagt, wir müssen Siedlung und Verkehr, unter anderem Siedlung und Verkehr, besser aufeinander abstimmen. Man darf nur noch dort bauen, wo man wirklich eine Verkehrserschlüssig hat. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Nur halt mit der Konsequenz, dass man sehr viel in Verkehrsinfrastruktur investiert hat und jetzt irgendwo an einem Punkt ist, also die Zersiedlung in dem Sinne nicht ganz vollständig in den Griff bekommen, wobei wir dürfen jetzt den Erfolg auch nicht ganz unter den Tisch kehren, aber so ganz kehren hat man es nicht und man hat vor allem mit dem Verkehr ein riesiges Problem. Luftbelastung haben wir im Griff bekommen, CO2 ist noch eine Schwierigkeit, aber wir haben vor allem an vielen Zielorten in den Städten kann man Verkehrsprobleme nicht mehr wegbauen. Das ist etwas, was Sie kennen im Buchs. Buchs ist so ein Zielort, wo man von der Umgebung einströmt, wo man langsam Schwierigkeiten bekommt. Das ist eine Bemerkung, die in den Dörfern schwierig ist zu verstehen. Und da hat man jetzt gesagt, wir müssen eine neue Regelgröße einführen. Weil die Verbindung zwischen Koordination von Verkehr und Zeitung, die ist so grundsätzlich richtig, aber löst eigentlich das hauptsächliche Problem nicht, dass man mit dem motorisierten Individualverkehr immer noch relativ einen grossen Druck auf die Zeitung bringt, der entsprechende Auswirkungen hat. Und das gilt natürlich auch für Buchs. Ja, guten Abend miteinander. Es freut mich, dass ich meine Veranstaltung hier schaffe, hier ins Buch zu bringen. Ich habe gerade vom Armungsrätin gesehen. Vor 31 Jahren war ich in der Turnhalle gesehen und hier Handball spielt. Unsere Lebensgrund hat sich verändert. Ich habe hier Bilder oder Zerrbilder von Buchsen gebracht. Man sieht auf der linken Seite ein Schwarz-Weiß-Foto in die wahrscheinlich 60 Jahre Blick. Wieso hat das Wachstum stattgefunden? 60 Jahre sind die Babyboomer-Jahre gesehen, die Familien sind gewachsen. Man hätte wieder Bevölkerung Wachstum gehabt. Das Wachstum in der Bevölkerung hat es ja heute noch, aber die Faktoren sind ein bisschen anders, weniger Geburtenrate, aber man hat so andere Qualitäten gehabt. Also unsere Mitbürger von Italien, von Portugal, die uns unterstützen, oder aber auch Migranten, die aus sehr persönlichen Not in unser Land hineinkommen. Es gibt weitere Treiben, nicht nur Wachstum der Bevölkerung, ist auch ein wirtschaftliches Thema. Uns geht es gut, wir haben auch Wirtschaftswachstum gehabt, wir wollen Wohlstand, wir wollen Wohlfahrt und damit verbunden braucht es natürlich die Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze brauchen die Flächen, aber auch die Verbindung noch vom Wohnort zum Arbeiten braucht in den Strassen, das sind auch Infrastrukturen, die einen Haufen Platz brauchen. Und das hat dazu geführt, dass bei unserem Lebensraum sich nicht nur die Positiven, zum Teil auch die Negativen entwickelt hat. Ich habe ein paar Beispiele gebracht, zum Teil aus dem Kanton St. Gallen, eins ist aus dem Appenzellerschen, wo ich selber daheim bin, wo man auch sieht, ist die ganze Schweiz das gleiche Problem. Die Siedlungen sind einfach die Fläche gewachsen. Wir sprechen hier von Siedlungsbrei, das ist schon mal ganz geordnet. Das ist aber so, wenn die Ordnung der Siedlung des Landes und der hauselterischen Wohnnutzung, wäre das Ziel von Verfassung und Raumplanungsgesetz. Man sieht es auch ganz schön nachher an der Ausschnitt der Landeskarte, die kann man
auf dem Internet bei der Landestopografie kann man die Zeitreise mitmachen. Man kann verschiedene Zeitsysteme miteinander vergleichen. Wir haben hier vier Ausschnitte. Der erste ist 1900. Man sieht schön, Buchs ist dort mal von der Siedlung her entlang von der Strasse gewachsen. Also das ist ein klassisches Strassendorf gesehen. Mit der Zeit hat es dann Querverbindungen gegeben. Es hat zur Strasse geführt gegeben. Innerhalb der Strasse geführt hat sich der Siedlungsraum langsam aufgefüllt. Bis 1970, wenn man 1970 und 2070 vergleicht, sieht man, dass fast mit Verkehrsinfrastruktur Strassensiedlung zu einem grossen Teil gestanden hat. Und seit 1970 bis 2017 kann man noch mal feststellen, dass die Flächen inhaltlich sich noch mal quasi verdichtet haben. Es ist schon eine grosse Breite gegangen, sondern es ist dichter geworden, auch ohne das neue Raumplanungsgesetz. Ich habe zu den Treiber bereits nicht bis 10. Was dazu kommt, ist, dass natürlich nicht mehr Leute hat, sondern der Leute geht es besser. Und wenn es ihnen besser geht, hat durch jeden Gene ein grosses Haus, grosse Schlafzimmer, grosse Stoba. Und da gibt es mehr Raumanspruch, wo natürlich sich dann auch niederschlägt. Das hat dazu geführt, dass Bodenverknappung in den Zentren stattgefunden hat. Wenn man weniger Boden hat, respektive Nachfrage größer ist, das Angebot, dann steigt der Preis. Also die Bodenpreise sind schweizweit gestiegen. Der, wo der Druck am größten ist, ist am meisten gestiegen. Und dann ist die Konsequenz, dass man versucht, einen Rand auszuweichen. Und dann ist dazu gekommen, dass das Bau auf der grünen Riserei vom Ablauf einfach einfacher ist, neue Kanäle einzuziehen, den Strom zu führen, das Wasser zu führen, und dann können die neue Einfamilienhäuser bauen, wo in der Entwicklung der Stadt natürlich viel komplexer ist. Ein Unbehagen von der Bevölkerung hat sich dann auch politisch hintergeschlagen. Es hat verschiedene Initiativen gegeben, auf kantonaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Und die wichtigste, die uns jetzt hier heute beeinflusst, ist die Landschaftsinitiative, die die Grünen Verbände eingegeben haben, die ein Bauzonen-Moratorium wählen, dass man quasi noch mal Siedlungsgebiet Bauzonen ausdehnen kann. Die Abstimmung im 3. März 2013 hat unerwartete Zustimmung erfahren. Und zwar nicht die Initiative, sondern der Gegenvorschlag vom Parlament und vom Bundesrat, der gesagt hat, die Initiative ist radikal, aber wir haben erkannt, es braucht eine Reaktion. Ich habe mal geschaut, Buchs hat noch höher zugestimmt als der Kanton St. Gallen mit 65,7%. Also zwei von drei, die im Raum sind, haben hier wahrscheinlich in grosser Wahrscheinlichkeit ja gesehen. Die Planung ist hierarchisch organisiert. Also man sieht, dass die untergeordneten Ebenen sich der obergeordneten Ebene unterordnen, aber gleichzeitig soll ein Austausch stattfinden, man soll sich gegenseitig in dem Sinne austauschen, dass man Probleme, die bestimmt, dass man die erkennt und miteinander Lösungen sucht. Auf Bundesebene haben wir, auf der Planungsebene, auf der linken Seite haben wir Konzepte und Sachpläne. Da gibt es einen Sachplan Fruchtfolgefläche oder Verkehr, Übertragungsleitungen. Also alles, was national muss koordiniert werden, mündet in einen Sachplan hinein. Dann hat man 2012 Raumkonzept Schweiz gemacht, wo man das erste Mal ein Bild gezeichnet hat, wie soll die Schweiz aussehen in Zukunft. Und wie es da, wie es bereits vorhin gesagt hat, ist das Raumplanungsgesetz in Kraft getreten im 1. Mai 2014. Die zweite Revision ist bereits im Parlament zur Diskussion. Das Raumplanungsgesetz hat neue Anforderungen gestellt an Kantone. Und die wichtige Anforderung ist, dass es gesagt hat, die Kantone bis zum 1. Mai 2019, also das ist in zwei Monaten, müssen die euren Richtplan überarbeiten. Wenn ihr das nicht macht, dann dürfen noch mal einzonen und dürfen auch noch mal anzonen. Dann sind wir quasi in eurer Handlungsfähigkeit total eingeschränkt. Wir hätten noch eine Mehrwertabschöpfung einführen, weil es noch mal ein anderes Kapitel gesehen. Der Kanton St. Gallen hat den Richtplan verabschiedet. Im November 2017 ist auch so vom Bundesrat genehmigt worden. Parallel dazu hat der Kanton St. Gallen auch noch Baugesetzgebung, also Planungs- und Baugesetz revidiert, die am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten ist. Also wir haben jetzt momentan eine doppelt schwierige Situation. Wir haben nicht nur geschützt auf den neuen Richtplan, sondern auch geschützt auf ein neues Baugesetz, das noch gewisse Kinderkrankheiten hat. Müssen wir jetzt versuchen, die Planung umzusetzen. Und aus dem aus, aus dem Richtplan, der behördenverbindlich ist und Anweisungen gibt, aber auch Anweisungen an Gemeinden, kommt jetzt die Ortsplanungsrevision auf alle Gemeinden im Kanton St. Gallen zu. Normalerweise macht man zuerst einen kommunalen Richtplan. Ich habe schon recht viele Ausgaben im Vorfeld gemacht. Das heisst, man muss nicht davon anfangen, sondern kann die bestehenden Planungsinstrumente, die es jetzt vorliegen gibt, nochmal sicher zum Teil fragen, ergänzen und dann kann man direkt in die kommunale Nutzungsplanung hineingehen. Das ist nicht etwas, wo wir früher mit der Vorstellung hatten, einfach auf dem Plan ein paar Flächen eingezeichnet werden, wo die Wohnzone und die Gewerbezone sind, sondern eben die Forderung von dem Innenentwicklungskonzept, die Innenentwicklungsstrategie, da wird wahrscheinlich jetzt die schwierige Aufgabe sehen,
die sie davon stimmt. Wir von Kantonsseite, wir können eine gute Empfehlung abgeben, weil das Thema ist für uns auch neu, also für uns ist es eine Rene mit der Gemeinde zusammen. Die wichtigen Bestimmungen im RTG sind, dass wir die Grenze vom Siedlungsgebiet, also wir müssen im Richtplan zeigen, wo kann die Bauzone erweitert stattfinden und wo neu, also alles außerhalb vom Siedlungsgebiet ist, ist quasi für neue Bauzone momentan tabu. Wir haben auch griffige Regeln für die Bauzonendimensionierung. Da ist fast eine Buchhaltung geworden, wenn man berechnen muss, wie gross die Bauzonen dürfen sehen. Der Bund hat hier in technischen Richtlinien verschiedene Vorgaben gemacht. Das Ziel ist die Siedlungsentwicklung nach innen. Da braucht neue Instrumente. Man hat im Bauplanungsgesetz hier gewisse Instrumente eingeführt, ob sich dann die bewähren werden, da wäre die Zukunft weisen. Ganz wichtig, da haben wir jetzt angesprochen, man kann die Siedlung nicht für sich allein planen, das muss im Verkehr abgeschnitten sein. Aber auch umgekehrt, wenn man eine neue Verkehrsinfrastruktur macht, muss man sich bewusst sein, dass entlang von der Verkehrsinfrastruktur auch vor oder bevor die Vorstellbarkeit besteht, dass man dann einen guten Standort hat für neue Siedlung. Schlussendlich will man das Kulturland schützen, wie es in der Verfassung sieht. Haushälter, Schirmnutzung des Bodens, das sind vor allem im Fruchtbodenfläche bringt, natürlich noch ein spezielles Thema. Wir mit dieser Abstimmung hier über Teilrevision vom Eidgenössischen Raumplanungsgesetz abgestimmt und im Prinzip sind ja nur ein paar wenige Artikel geändert worden. Aber die wenigen Artikel führen dich zu einem wesentlichen anderen Ansatz, wie wir Ortsplanung machen. Wir sagen dann Raumplanung 2.0. In der Computersprache ist das eben ein Versionswechsel und nicht nur ein Wartungsupdate, das wir hier machen. Vielleicht ein paar wesentliche Punkte, wie sich das auswirkt auf die Planung der Gemeinde. Was wichtig ist, die Planungsbehörde ist immer noch der Gemeinderat, an dem hat sich nichts geändert. Er legt Strategie fest. Wie gesagt, da haben wir eine aktuelle Planung und Strategie, die grundsätzlich drin ist, die man nicht mehr hinterfragen muss, die man verfeinern gewisse Teile. Das ist immer noch Sache der Gemeinde. Es hat aber, was auch immer noch gleich ist, ist wie früher, das Bauland wird für 15 Jahre dimensioniert. Der Bedarf für 15 Jahre. Und jetzt sind wir da aber schon beim ersten Punkt. Schon in der Vergangenheit hat der Gemeinderat plausible Annahmen machen müssen, was die Bevölkerungsentwicklung anbelangt und hat aufgrund von dem die Größe dimensioniert. Neu ist es so, dass der Kanton vorgibt, wie die Gemeindesentwicklung sein soll. Da gehen wir nachher dann nochmal schnell darauf ein, wie man auf das kommt. Aber das ist ein wesentlicher Punkt, das war eine wesentliche Forderung gewesen, vom Bund an Kantone. Kantone müssen für sich insgesamt sagen, wie stark sie sich entwickeln wollen. Sie möchten sich erinnern an die Meinungsverschiedenheit zwischen der Regierung und Kantonsrat. Also der Kanton muss sagen, wie viel wächst er im Rahmen von so eidgenössischen Szenarien. Und er muss auch den Gemeinden sagen, wie viel von dem Kuchen auf die einzelnen Gemeinden geht. Und da ist entscheidend, wie eine Gemeinde erschlossen ist, welche Infrastruktur das sie hat etc. oder wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt hat. Und da haben wir darauf zeigen mit diesen Punkten drumherum. Dann haben wir gesagt, das ganz zentrale Regelgröße der Siedlungsentwicklung ist der Verkehr. Und man hat mit dem motorisierten Individualverkehr in dem Sinne eigentlich so ein Marktversagen drin, dass ich ein bisschen mobiler sein, als dass es eigentlich die Allgemeinheit gerne hat von den Konsequenzen. Und jetzt führt man etwas Neues ein. Wenn man ja gesagt hat, ich darf nur noch dort bauen, was in Fußwegdistanz ist, dann hat man sich eigentlich wieder zurückgeschossen auf irgendwie 1900 oder 1850, oder? Das ist klar, das kommt nicht in Frage, das können wir gar nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Aber man hat die Regeln eingeführt, dass man sagt, bauen darf man nur noch dort, wo man hinreichende ÖV-Verschlüssung hat. Und das ist jetzt natürlich etwas, wo Buchs, Stadt Buchs nicht so gleich trifft wie andere Landgemeinden, weil man da an sich sehr gute ÖV-Verschlüsse hat. Da gibt es Gemeinden, die diesbezüglich natürlich schlechter dran sind. Aber das ist schon zeigen an diesen Kreisen. Also Bauentwicklung ist künftig noch dort oder Einzonungen sind dort zulässig, wo ich eine gute ÖV-Entwicklung habe, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Innenentwicklung unter dem Aspekt von der Innennachverdichtung sollte auch natürlich dort sein, wo man gute ÖV-Verschlüsse hat. Und es ist im Moment eigentlich aber gar nicht entscheidend, ob die Leute, die dort wohnen, tatsächlich den ÖV brauchen. Das ist grundsätzlich eine künstliche Regelgröße, die einfach wo der Raum aufräumt. Aber selbstverständlich hat man dort die Möglichkeit, aber natürlich anderen Orten nicht hat. Also man hat die Option drin. Und wenn man jetzt so an dieser Beispielgemeinde, so mit der Hauptfraktion und der Nebenfraktion überlegt, so mögliche Gebiete, die man bauen kann, dann ist relativ klar, welche beiden Flächen da künftig nicht gehen. Das sind eben die, die nicht immer so ein Einzugsgebiet vom ÖV sind.
Also es ist gar nicht erheblich, das kann eben die Autobahn sein. Das gilt für Arbeitsplätze genauso wie für Wohngebiete. Die kann man nach dem neuen Raumplanungsrecht nicht mehr einzahlen. Sondern es braucht eine ÖV-Erschliessung. Verbleiben die, die in diesen Kreis drin sind. Und da muss man aber beim einen auch einen Vorbehalt machen. Selbstverständlich da, wo im Bestand drin ist, das ist eine Innenentwicklung oder innen per se, das ist kein Problem. Eine neue Einzonung am Rand könnte man sagen, ja, das ist auch hinreichend erschlossen, das liegt in dem Einzugsgebiet vom Bahnhof. Und jetzt ist aber etwas Wesentliches drin. Und das zeigt vor allem etwas, was nachher für uns von der Planung im Verhältnis zu Ihnen als Grundeigentümer neu ist. Und zwar steht im Raumplanungsgesetz, neue Einzonungen sind erst nach konsequenter Mobilisierung der inneren Reserven zulässig. Also nach konsequenter Mobilisierung, statt nicht nach konsequenter Überbauung, aber nach konsequenter Mobilisierung, das heisst, wenn wir nachweisen in der Planung, haben wir wirklich die inneren Reserven mobilisiert. Den Nachweis muss man erbringen und das ist einer der wesentlichen Punkte, die wir jetzt noch machen. Die bestehende Planung hat schon viel Gedanken zum Thema Innenentwicklung, aber die Mobilisierung, das ist einer der wesentlichen Punkte, die wir bringen müssen. Genau, bevor ich das Thema aber noch ein bisschen vertiefe, zur Frage, wie sind wir denn überhaupt zu diesen, wie ist man zu diesen Grössen gekommen, zu diesen Entwicklungsvorgaben? Das Raumkonzept vom Kanton St. Gallen macht eine Aussage zum Raum Buchs und Umgebung. Man sieht hier einen Ausschnitt aus der zentralen Kartenbaumkonzept. Ich habe die Lupe drauf gelegt und ich würde jetzt kurz die wichtigsten Punkte sagen, was für Buchs gilt. Buchs ist zwei Sachen, einerseits ein Regionalzentrum und andererseits eine Ortschaft im urbanen Verdichtungsraum. Das Raumkonzept von St. Gallen hat für die Regionalzentren und für den urbanen Verdichtungsraum strategische Ziele, Kernaussagen definiert. Die sind für beide relativ einfach. Grundsätzlich, weil man in einem Gebiet ist, das schon einen städtischen Charakter hat, will man natürlich urbanes Wohnen ermöglichen, aber da bei guter, hochstehender Qualität. Schaffen ist schon zentral, im regionalen Zentrum gibt es einen Haufen Pendler, wo du arbeiten können, weil die aktive Fläche für Wirtschaftszweige, die wettbewerbsfähig sind, weil man zu verlieren stellen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und auch ausgebaut werden können. Kanton St. Gallen, also die Regierung, hat das Ziel formuliert, das Verhältnis von den Arbeitsplätzen zu der Bevölkerung sich zugunsten der Arbeitsplätze noch mal verbessern soll. Also wir haben mehr Arbeitsplätze pro Kopf Einwohner haben. Als Zentrum ist der Kölner so, dass er für sonst und Einzugsgebiet muss gewissen Themen sorgen. Nicht jedes Dorf kann ein Gewerbe- und Bildungszentrum haben, wie hier zu Buchs, sondern Bildung, Gesundheit, Kulturhinrichtungen sollen in grösseren Ortschaften konzentriert. Das soll ermöglicht werden. Und schlussendlich soll so ein Regionalzentrum auch an die näheren Städte über entsprechenden öffentlichen Verkehr angebunden werden. Wenn man das Gleichbild anschaut für den urbanen Verdichtungsraum, ist der Unterschied relativ klein. Es gibt gewisse Präzisierungen, dass Wohnen, also urban Wohnen, soll in verdichteten Wohn- und Mischgebieten folgen. Ein Hochhaus soll man können prüfen, das Potenzial in die Höhe bauen. Der, was möglich ist, was vom Städtebaulichen her verträglich ist. Damit aber die Fläche ist das Gleichziel. Bei der Bahn wird es ein bisschen konkret, dass man vom S-Bahnnetz schwätzt, mit einer entsprechenden Frequenz, dass die umgebenden Dörfer auch als Regionalzentrum abbauen sollen und vom Regionalzentrum seinerseits als übergeordnetes Verkehrsnetz. Und eine ganz wichtige Angelegenheit ist der Langsamverkehr. Velorouten, dass man da nicht locken ist, dass es für den Velofahrer interessant ist, dann mit dem Velo unterwegs zu sein. Aber auch, dass es für den Fußgänger attraktiv ist, dass man eine Umgebung, eine Umfeld hat, wo es angenehm ist, um sich darin zu bewegen. Wir kommen auf diese Themen noch einmal nachher zu reden, was das bedeutet, eine effektive Innenentwicklungsstrategie. Mach nochmal schnell einen Schritt retour zur Dimensionierung der Bauzone. Vielleicht haben Sie sich überlegt, das ist ja schon komisch, jetzt haben wir in der Vergangenheit schon immer nur für 15 Jahre dürfen bauen an die Zone, das ist immer noch gleich und jetzt gehören wir oftmals die Zonenplätze sind überall zu gross. Vor allem im Dockerburg, so wie kann das passieren. Und da ist etwas, ein wichtiges Element auch drin, und zwar wie wird die Bauzone denn überhaupt dimensioniert? Der erste Gedanke ist klar, ja, die Bevölkerungsentwicklung, das ist noch etwas ziemlich angelegt, wenn eine Gemeinde eine Bevölkerungsentwicklung hat, weil in der Regel sind das junge Zuzüger und damit kann man so ein bisschen die demografischen Effekte ausgleichen. Wenn man sich jetzt die Länge von der Bauzone vorstellt, wie das Geschoss von einem Haus, dann hat man
das erste Erdgeschoss, sage ich einmal, von der Bauzone ausgeschieden für wirklich für Bevölkerungsentwicklung. Das ist nur etwa die Hälfte vom Bauland, den man wirklich braucht für neue Einwohner. Die andere Hälfte haben wir gebraucht, das erste Obergeschoss für die, die schon hier wohnen. Und zwar, weil wir einfach immer mehr Fläche brauchen. Da sehen wir bei uns persönlich, wenn wir überlegen, wie wir oder unsere Eltern vielleicht aufgewachsen sind und jetzt unsere Kinder aufwachsen, ist das offensichtlich. Also die Hälfte von dem, was gebaut worden ist, ist nicht gebaut worden für Zuzüger, sondern für die, die schon da sind, vereinfacht gesagt. Und dann hat man ganz früh noch eine Reserve machen für nicht erhältliches Bauland, weil die Gemeinde hat eingezogen, sie hat im Prinzip ein Angebot gemacht, da kann man bauen, aber ob dann gebaut worden ist oder nicht, das ist dann natürlich vielfach einer von Privaten abgehangen. Und da gibt es eine neue Berechnungsmethode, das ist einleitend gesagt worden, das ist auch die Raumplanung teilweise ein bisschen zur Buchhaltung geworden, das ist tatsächlich so. Und zwar mit einer Buchhaltung, die ein bisschen anders rechnet, weil Reserven für nicht erhältliches Bauland gibt es nicht. Die Planungsbehörde muss sicherstellen, dass alles, was eingezont ist, im Prinzip innerhalb von 15 Jahren gebaut wird, sonst darf es nicht eingezont werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, die Reserve für Komfortsteigerung, die gibt es auch nicht. Und jetzt muss man sich überlegen, ja, nur weil, da, weil wir nicht mehr in dieser Berechnungsmethode da nicht drin sind, heisst das nicht, dass die Leute mehr den Wohlstand weiterhin und mehr Land brauchen. Und natürlich kann man das auch machen. Nur, das ist dann so die Kür. Also, wenn man diese Reserven noch hinbringen will, dann passiert das eben erst recht über Innenentwicklung. Das heisst, wenn die Gemeinde natürlich gelingt, mehr Entwicklungsflächen loszueisen als da, was der Kanton rechnet in seinem Modell, dann hat so etwas Platz. Und sonst nicht. Also das ist eine grosse Herausforderung, wo man wesentlich effizienter bauen als das in der Vergangenheit, als wir das in der Vergangenheit müssen. Das Zweite habe ich gesagt, das ist die ÖVA-Anforderung. Und das Dritte ist, da hat sich rechtlich relativ viel geändert. Das eine ist einmal, ich fange mit dem Mittleren an, mit dem Verbandsbeschwerderecht. Wenn man bislang eine Bauzone gemacht hat, dann hat man das öffentlich auf. Das ist immer noch so. Und Einsprachen können machen, wer es im schutzwürdigen Interesse, wer es im Dritten betroffen ist. Das ist in der Regel der Anwohner etc. Und da ist neu, das Bundesgericht sagt, Einzonungen sind Vollzug einer Bundesaufgabe. Und das ist so ein wichtiger Begriff, weil das heisst, dass alle Umweltverbände nach NHG Einsprache legitimiert sind. Also die, im NHG nicht genannt sind. Und wir wissen im Kanton St. Gallen, wir haben nicht vor dem Bauzonenmoratorium in Gemeinden noch ganz viele Teilzonenpläne probiert zu machen. Das Bauzonenmoratorium ist mittlerweile vorbei, aber wir haben über 40 Einsprachen von diesen Umweltverbänden. Also man wird hier auch fest auf die Finger schauen. Die Latte zum neuen Einzonen wird höher sein. Das ist wichtig. Und jetzt, wie kann die Gemeinde sicherstellen, dass das Bauland effektiv erhältlich ist? Und da hat der Gesetzgeber etwas hinter, das heisst gesetzliches Kaufsrecht. Das heisst, die Gemeinde hat im Prinzip die Möglichkeit, Flächen, die schon zu lang im Bauland sind, ohne dass etwas geht, zu erwerben. Das ist ein Verfahren, das ein paar Schritte braucht. Sie kann es kaufen, das Bauland wird geschätzt und die Gemeinde kann es nachher erwerben. Natürlich nicht mit dem Ziel, dass sie nachher der grösste Bauland-Eigentümer ist, sondern sie hat die Vorgabe, das dann effektiv zu veräussern. Und jetzt merken Sie, es funktioniert einerseits natürlich nur auf Bauland, wo effektiv auch vernünftig ist, wo man kann brauchen kann. Und das Zweite ist, das ist jetzt natürlich noch relativ schwierig, das Kaufrecht auszuüben. Also rechtlich ist es vielleicht nicht so schwierig, das wissen wir nicht, aber im Umgang mit Ihnen als Grundeigentümer ist das noch relativ anspruchsvoll. Und wir glauben nicht, dass das der Königsweg ist, aber darauf wird man natürlich verpflichtet, wenn man nichts macht. Dann sagt man eben, die innere Reserve mobilisieren, hätte der Kaufsrecht ist nicht passiert. Die Idee ist natürlich ganz eine andere. Die Idee ist eigentlich die, wo dort mit dem Vertrag steht, dass man mit dem Grundeigentümer eine Abmachung macht, wo auf Bedürfnis vom Grundeigentümerrecht Bezug nimmt und natürlich auch sicherstellt, dass die Gemeinde nur die Erhältlichkeit von Bauland sicherstellen, wie sie sonst ihre Entwicklung blockiert ist. Und das ist ein riesen Challenge, da merken Sie, das hat man so natürlich noch nie gemacht. Und insbesondere betrifft es natürlich auch das bestehende Bauland. Das ist eine Herausforderung, die wir in dieser Planung haben und die wir uns stellen müssen. Und ich gehe nochmal schnell darauf ein, was dort so die Überlegungen dazu sind. Ja, die Frage, wie entwickelt man sich, in welcher Qualität entwickelt man sich, da ist eine Gemeinde oder Planungsbehörde nicht anders als eine Geschäftsleitung oder ein Verwaltungsrat von einem Unternehmen,
Sie hat drei Punkte. Sie hat eine Ressource, der Raum, der ist endlich. Da sind wir beschränkt, wie viel das man von dem brauchen darf. Man hat den Markt, also Menschen, die man ansprechen will. Wir reden hier immer von den Zuzügern, aber vor allem geht es um die, die da sind, Bedürfnisse der Menschen, die da sind, muss man sicherstellen. Und da muss man ziemlich viel Energie investieren und wie man es will machen. Das ist da, was gezeigt worden ist in den Konzepten, die die Gemeinde schon hat. Im Masterplan, im Richtplan etc. Also das ist spannend, wenn man das auch wieder anschaut. Dort ist niedergeschrieben, wie sich die Gemeinde qualitativ entwickeln. Und das sind Themen, die man auch nicht neu erfinden will. Und dort steht explizit nicht, dass Dichte um jeden Preis gefordert ist. Das ist wichtig. Und das ist auch einleitend gesagt worden, das ist auch nicht die Idee vom Kanton. Dichte um jeden Preis. Innenentwicklung ist mehr als einfach nur Innenverdichtung, es geht auch um Qualitäten. Schauen wir das so ein Häuschen an, ein altes Häuschen auf einem grossen Grundstück. Das ist arithmetisch, kann man da relativ einfach sagen, wenn ich das ersetze. Dann kann man auf der gleichen Fläche von einem Einfamilienhaus mit einem Mehrfamilienhaus bringen wir etwa 3 bis 4 Mal mehr Leute unter. Also wenn man sagt, ja gut, das ist einfach, wir machen einfach aus allen Einfamilienhäusern, wir machen Mehrfamilienhausgebiet und dann mindestens rechnen, es funktioniert. Aber das ist natürlich nicht sinnvoll in jedem Fall. Weil es gibt eben auch Strukturen, die sind einfach gut. Ich sage jetzt gar nicht darauf gegründet, die sind einfach gut, die passen. Und da ist es viel wichtiger, dass man vielleicht etwas in Wert setzt. Gerade so in den gewachsenen Gebieten, die immer so im Fokus sind, wenn man dort etwas Neues will machen, man sagt, ja, es ist unternutzt, aber es ist ein guter Ort, es ist da, wo Wuchs ausdrückt. Und darum ist da eben mehr als einfach maximal verdichten. Da sind andere Werte, die wichtig sind. Da tut man vielleicht Qualitäten verdichten vor allem. Und schaut, dass, nochmal, und dass der Ertrag besser wird. Das sind aber auch Themen, die Gemeinde vor allem Randbedingungen kann geben. Das sind Sachen, die dann der Grundeigentümer natürlich selber machen. Oder es gibt den Fall, wo man sagt, die Struktur, die ja, da kann man etwas machen, da kann man mehr drin bauen, aber der Charakter des Quartiers sollte eigentlich erhalten bleiben. Und dort ist es wichtig, dass man jetzt, wenn man die Werkzeuge, Regelbauvorschriften neu macht, dass man die so macht, dass eine Entwicklung möglich ist, aber so, dass sie im Rahmen eigentlich von der bestehenden Struktur wieder funktioniert. Und selbstverständlich gibt es auch die Fälle, wo man wirklich sagt, nein, da kann etwas ganz Neues passieren. Das sind dann aber auch die Fälle, wo es Planungsmaßnahmen oder besonderen Effort weiterführende Planungsschritte braucht, weil sie in der Regel nicht funktioniert, wenn man einfach alle Schleusen auf die Baurechnung und dann hofft, es kommt schon richtig. Das sind meistens so die ganz wesentlichen einschneidenden Änderungen, brauchen kontrollierte Entwicklungen, wo auch Behörden im Griff halten. Ja, und jetzt war warten der Kanton von der Gemeinde Buchs jetzt auf die Innenentwicklung. Als allererstes ist es wichtig, wenn man in eine Entwicklung geht, muss man sich mit dem eigenen Raum auseinandersetzen. Der Raum der hat Qualitäten, der hat Elemente, die Identität schaffen. Man muss sich die Frage stellen, wieso wohne ich in Buchs, was macht Buchs lebenswert, wo verbringe ich meine Freizeit, was ist für mich in dem Ort wichtig. Also ein bisschen qualitative Auseinandersetzung. Dann braucht es natürlich auch die quantitative Auseinandersetzung, da gibt es auch schon gewisse Vorlagen mit Flächenpotenzialanalysen auf LWS, wie viele Leute kann man in welchem Gebiet zusätzlich unterbringen mit entsprechenden planerischen Massnahmen. Das Motto heisst Dichte, aber nicht überall, sondern der, wo es Platz hat und in der richtigen Qualität. Wir haben, also meine Vorgänger oder meine Mitarbeiter, da haben wir hier selber noch nicht drüber, die haben Broschüren gemacht, um so aufzeigen, was für Möglichkeiten, dass man jetzt mit dem Gemeindegebiet hier wo das Ziel ist, dass man im Prinzip flächendeckend über alle Bauzonen sich überlegt, wo das man welche Quartiere will einordnen. Wir haben Gebiete, wo man soll, fangen links an, wo man soll aufwerten, dann hat man Gebiet 2, wo man soll weiterentwickeln, Gebiet 3, wo man soll umstrukturieren und dann gibt es Gebiete, wo man soll bewahren. Was da jetzt konkret bedeutet, zeige ich ein konkretes Beispiel. Der Beat will aber geholfen, sie noch ein paar Fotos von Buchs haben. Wenn ich anfange beim Aufwerten, dann haben wir auf der linken Seite ein Beispiel, wo die Vereinigung Landesplanung an seiner Broschüre zeigt. Man hat einen Gebäudeteil, der noch nicht gross genutzt worden ist, wo ein Verfallen war. Und da kann man jetzt durch eine Aufwertung, durch Sanierung, kann man den Gebäudeteil wieder in Nutzung zuführen, kann da ortsbaulich gut gestalten, dass es auch für das Ortsbild eine Aufwertung ist. Da bringt man vielleicht wieder eine Nähzimmerwohnung rein oder kann ein bestehendes Wohnhaus erweitern.
Auf der rechten Seite heben die Trauben zu Buchs. Ich weiß nicht, ob der Vorderteil, der neu aussieht, ob der vorne schon gestanden ist oder nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er sehr neu ist. Darum ist hier an der Aufwärte mit einer kleinen Erweiterung. Und sonst ist es einfach eine Aufwärtung für sich. Grünes Beispiel auch, die Typologie von dem Gebäude ist erhalten geblieben und die ortsbildliche Situation hat auch noch eine gute Qualität. Das zweite Beispiel ist eine Weiterentwicklung, da geht es ein bisschen weiter. Da sind es nicht gerade punktuelle Eingriffe, sondern da versucht man Baulücken, die man hat, den zusätzlichen Baukörper zu füllen, Anbauten machen, wo es Platz hat. Da soll nicht das einzelne Gebäude als gebaute Struktur und Qualität erhalten werden, sondern soll ein ortsbaulicher Teil mit seinem Charakter bewahrt werden. Wir haben hier vier Beispiele, sogar aus dem Kanton St. Gallen, aber Kies von Buchs. Da links ist oben ist Rinnig, rechts und unten links sind zwei Beispiele von Gossau. Und dann haben wir noch ein Beispiel von St. Gallen Brücken. Gerade am letzten Beispiel sieht man, dass die Erweiterung sehr unterschiedlich kann sein, aber städtebaulich. Je nachdem, ob man bereits vorfängt, mag es auch grössere Eingriffe finden, wie hier wir von meinem Haus, wo es geschossen hat. Beim Abstrukturieren habe ich jetzt ein Beispiel von Buchs, das ich auch mitbringen kann. Oben links denke ich an die Menschen, da ist der Schiff Fritz, wo eine selektive Abstrukturierung ist. Mit dort an dem Ort Gebäude, die gesehen sind, abbrechen, ersetzen, es gibt neue Nutzungen. Und wir probieren natürlich, die Nutzung zu intensivieren, dass man mehr umnutzen, mehr Bewohner, mehr Arbeitsplätze kann auch anbringen. Allerdings ist das neue Busdepot, ist jetzt nicht unbedingt verpflichtet, dass mehr Leute dort sind, aber die Verkehrsinfrastruktur ist eine Hauptstelle von dieser Siedlungsentwicklung und gehört ebenso dazu. Darum habe ich da auch unter die Landstrukturierung aufgeführt. Auf der rechten Seite ist es so, jetzt, wo momentan die unsere Prüfung ist, über den Bauungsplan Rhein-City, wo auch das Buchs aktuell in Entwicklung ist. Das sind doch schon grössere Eingriffe, die auch mehr Planungsleistung erfordern. Das letzte Beispiel ist Bewahrung. Man soll einfach auch aufzeigen, dass es Ort gibt, wo niemand verdichten muss, wo sie dürfen bleiben, wie sie sind, wo ihre Qualität haben, wo eben nicht sind, wo identitätsstiftend sind. Und wo, wenn auf Buchs kommt, für die, die es kennen, einen Wiedererkennungswert haben, wo unbedingt erhalten bleiben soll. Jetzt, was wichtig ist, die Strukturen, die viel Land brauchen, die kann man grundsätzlich mal als Problem anschauen. Und die sind in vielen Fällen ist das auch wirklich eine Herausforderung, die man probieren lösen. Jetzt, wenn man das Planungsplan anschauen, das traurig ist, ab dieser locker bebauten Struktur, dann ist das jetzt uns natürlich nicht weiter. Weil der Punkt ist noch der, dass Menschen, die hier wohnen, für die ist das ja nicht ein Nachteil. Also man schätzt ja das, was so ist. Es ist am Liebwohnen, da hat die Qualität, das sieht man es nicht so. Und das ist eigentlich auch die Herausforderung bei Innenentwicklung, die ja vielfach eigentlich fast so im Garten von einem passiert, im übertragenen Sinn. Da ist wichtig, dass wir natürlich uns auseinandersetzen mit der bestehenden Baustruktur. Dass wir die ganze Gemeinde anschauen, das werden wir machen. Wir werden die ganze Gemeinde begrüßen, wir werden alle Quartiere beurteilen und uns Gedanken machen, welche von diesen Strategien können es gehen. Aber wichtig ist auch, dass man mit den Grundeigentümern natürlich redet und sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzt. Weil, gerade jetzt, wenn man es am Einfamilienhaus sagt, Einfamilienhaus ist eine super Wohnform, ich wohne übrigens auch wie ein. Das ist völlig klar, aber vielleicht gibt es auch Zeiten, wo man sagt, ja, da gäbe es noch andere Wohnformen, die auch super sind, die haben aber gewisse Ansprüche und das sind Themen. Welche Ansprüche haben Menschen, die wohnen, und gibt es vielleicht derartige Alternativen dazu, die auch gut sind. Im Sinn, dass man eben miteinander zu Lösungen kommen kann, die nicht gleich sind wie jetzt, aber genau, aber sicher die gleiche Qualität haben, wenn auch vielleicht andere. Das heisst, die Gemeinde wird auch, gerade in der Entwicklung von einzelnen, von diesen Gebieten, wird natürlich der Aufwand wird zunehmen, um wirklich ein Konzept zeigen, das nicht nur einfach dichter sind, sondern auch Qualität haben. Und das auch entsprechend einfordern. Jetzt würde ich gerne noch einen Blick machen auf das Thema der Bauvorschrift. Es ist ja gesagt worden, es hat nicht nur das Raumplanungsgesetz geändert mit dem kantonalen Richtplan, der sagt, wir wollen Innenentwicklung machen, wir wollen sagen, wo das welche Strategie ist, sondern es hat das Baugesetz geändert. Und etwas ganz Wesentliches von dieser Baugesetzänderung ist, dass man den Werkzeugkoffer von den Regelbauvorschriften, also nach diesen Vorschriften, wo man die normalen Baugesuche in der Regel beurteilt, das Werkzeug hat man eingehend aus dem Kasten rausgenommen. Sie kennen die, also ein paar wichtige Elemente, die man heute den Baugesuch beurteilt hat, die man im Baureglement festgeschrieben hat. Da geht es um einen grossen und einen kleinen Grenzabstand. Also einen grossen Grenzabstand auf der Hauptwohnseite, einen kleinen auf die
Auf die Nebenwohnseite, wir haben Geschossigkeitsvorschriften, W1, 2, 3, kennen Sie, das sind immer Anzahl Vollgeschoss. Wir haben die Gebäudehöhe definiert, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt bis zur Traufe und der Gesamthöhe bzw. Firsthöhe bis ins höchste Punkt vom Dach und man kennt die Ausnützungsziffern. Und jetzt hört man viel, die Ausnützungsziffer ist das Problem. Und das hat ja auch eine gewisse Logik, oder? Das heisst, wenn es wenig verdichtet wird, muss man die Vorschriften wegmachen und dann kann man dichter bauen. Und in dieser Logik folgt auch das neue Baugesetz im Minimalmodell. Und zwar kennt das neue Baugesetz die Ausnützungsziffer nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, man kann die nicht mehr bringen. Die gilt jetzt noch, bis die kommunale Planung angepasst ist, aber nachher wird es die nicht mehr geben. Es wird keine Geschossigkeitsvorschriften geben, wir können keine Geschossigkeitsvorschriften mehr machen. Das Werkzeug haben wir nicht mehr. Es gibt auch keinen grossen Grenzabstand mehr, das Werkzeug gibt es auch nicht mehr. Was gibt im Minimalmodell, ist ein kleiner Grenzabstand, es ist ein Gebäudeabstand und es ist eine Gesamthöhe. Wenn man mit dem Minimalmodell schafft, dann haben wir mal so ein paar Beispiele durchgerechnet, dann merkt man, dass man auf dem gleichen Grundstück schnell mal Faktor 3, 2, 3, 4 mal so viel kann bauen kann, als das, was heute effektiv dort steht. Und jetzt ist eine wichtige Überlegung. Was ist eine Bauvorschrift effektiv? Hat man Bauvorschriften gemacht, um das Bauen zu verhäfeln? Also das Bauen verhindern? Natürlich nicht so wenig wie es ein Straßengesetz gibt, wo man macht, das Autofahren verhindern. Sondern man tut ja nur in einer Regel, wie sich die Gesellschaft eigentlich das Zusammenleben vorstellt. Und darum ist es noch wichtig, wenn man an den Baureglement anfängt umzuschrauben. Weil da lässt das Verhältnis von Ihnen zu Ihrem Nachbarn etc. festlegen. Sie wissen, was ich machen kann, Sie wissen, was der Nachbar machen kann. Und es wird sich ändern in Zukunft. Der Bodenmarkt wird enger, man wird dichter bauen. Aber die Frage ist natürlich, was ist jetzt ein vernünftiges Mass? Wo kann man für die Schleuse wirklich relativ fest aufmachen? Und wo sagt man, nein, das sind eben wichtige Strukturen, da wollen wir es gar nicht so fest aufmachen. Und darum ist das Baureglement natürlich auch immer so ein Friedensabkommen, sage ich mal, wo man vorsichtig muss sein, wenn man da etwas macht. Und da sieht man auch, wenn man eine Auswertung macht von bestehenden Baugebieten, dass in der Regel da, wo man heute rechtlich darf machen, gerade in den Einfamilienhausgebieten, vielfach nur zu einem Drittel oder zur Hälfte effektiv konsumiert ist. Also, selbst unter dem heutigen Recht hätte man viel, viel mehr machen können, als eigentlich zulässig wäre. Also man muss nicht gar nicht so wahnsinnig fest an dem schrauben, aber man muss natürlich Entwicklungsspielräume drinnen und man muss das auch beachten, was passiert, wenn der Druck effektiv grösser wird. Und da ist die Idee, das ganze Gemeindegebiet anschauen, sich Gedanken machen, wo besteht überhaupt die Chance, dass irgendetwas geht und bis zu welchem Mass wollen wir es. Geht es darum weiterentwickeln, geht es um neue Bauten oder gibt es sogar Gebiete, wo man sich ganz neu denken kann. Und das sind Prozesse, wo man ganz fest natürlich auch in Absprache mit Ihnen und auch Ihre Meinung wichtig ist. Insgesamt, das ist der Verein, wenn man Land hat und so, tönt das eigentlich, gibt das aber gewisse Unsicherheit. Grundsätzlich ist es ein schönes Gefühl, ich kann künftig mehr machen. Wenn man weiss, dass der Nachbar auch mehr machen kann, ist man sich dann vielleicht nicht mehr so ganz sicher. Und in dem Sinne müssen wir irgendwo eine ausgewogene Lösung finden. Aber was, glaube ich, auch wichtig ist jetzt so als, von mir noch so als Schluss, ist, Innenentwicklung ist eine riesige Chance. Weil Bauinvestitionen wieder in Bestand gehen und nicht immer nur am Rand. Also man investiert wieder in Bestand, man investiert dort, wo die ganze Infrastruktur alles rum ist. Und man hat auch die Chance, Sachen, die nicht so gut sind, wieder zu heilen. Man hat auch die Chance, eben die Urbanität zu schaffen. Und Urbanität heisst im Fall nicht einfach dicht und höhere Häuser, sondern Urbanität hat auch etwas damit zu tun, wie man funktioniert in einem Ort. Und da ist eigentlich, glaube ich, insgesamt eine riesige Chance, wo man da verantwortungsvoll überkommt, wo man muss nutzen muss, aber wo man auch klar muss sagen, es darf nicht nur eine bauliche Verdichtung geben, es muss auch eine geben, aber nicht nur, sondern es muss auch eine qualitative Verdichtung geben. Wenn man die Dorfplanung, haben Sie gesehen, man muss die wirklich neu denken. Eigentümer sind ein Erfolgsfaktor. Ein grosser Teil von diesen Themen passiert im Bestand von der Bebauung. Und die Behörde kommt viel stärker die Rolle nicht mehr. Nicht, sage jetzt nur ein bisschen vereinfacht gesagt, etwas einzuholen und danach funktioniert es gut, sondern da, wo Sie natürlich im Haus schon kennen, selber Projekte aktiv vorantreiben, zwischen Grundeigentümern schauen, wenn man gute Lösungen bringt, moderieren, machen.
Ich glaube, wenn Sie jetzt das gehört haben, dann haben Sie vielleicht gesehen, dass wir schon jetzt in den letzten Jahren versucht haben, dem eigentlich schon ein bisschen nachzuleben. Mit dem Richtplan haben wir eine gute Basis, die jetzt aber muss an die neue Welt angepasst werden. Und wie wir jetzt da vorgehen wollen, das werde ich Ihnen jetzt noch zeigen. Zuerst einmal vielleicht die Frage, ja, wie können Sie überhaupt sich einbringen, auch wenn Sie zum Beispiel nicht Grundeigentümer sind. Heute Abend ist die erste von einer Serie von Informationsveranstaltungen. Das ist für uns ganz etwas Wichtiges. Wir werden eine Gruppe von Leuten haben, aus allen Bevölkerungsschichten, alle Altersschichten, mit verschiedensten Funktionen in ihrem Leben, die uns eigentlich regelmässig sagt, hey, ihr seid auf dem richtigen Weg, oder da müsst ihr etwas ganz anderes machen, das kann nicht so funktionieren. Das wäre das sogenannte Sounding Board. Die Leute sind angeschrieben worden. Wir hoffen natürlich auf eine möglichst positive Resonanz. Sie sind vom Stadtrat und vom Heini Send eigentlich ausgelesen worden. Also es ist eine handverlesene Gruppe und ich hoffe, es fühlt sich dann niemand betupft, wenn er nicht angeschrieben worden ist. Es ist auch gesagt worden, es gibt in unterschiedlichen Quartieren gibt es unterschiedliche Fragestellungen. Wir haben schon Quartiere im Moment, wo wir mit neuen Bauvorhaben, die an der heutigen Regelbauweise sich orientieren, wo mehr Dichte eigentlich zulässt, als dort im Moment vorhanden ist. Da haben wir im Moment schon gewisse Fragestellungen. Schwierige Fragestellungen, darf ich sagen, dass ein Einfamilienhäuserquartier ist, das eigentlich in einer W3-Zone ist, wo man an sich dreistöckig plus Attika bauen darf und der erste kommt dann und will wirklich mal dreistöckig bauen, dann ist das für die rundherum eine relativ schwierige Situation. Also in derigen Quartier, wo derige Themen auftreten, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir für die weitere Planung eigentlich uns auch werden gerne an quartiermäßigen Anlässen eher nicht jetzt im Grossen, sondern bezogen auf das spezielle Quartier mit ihnen in Verbindung setzen. Und dann wird es auch noch offizielle Mitwirkungsverfahren geben, einerseits zum Richtplan, aber andererseits auch zu den Nutzungsplänen, die es dann geben wird. Der Ablauf wird so sein, heute Abend sind wir eine Art da, das ist das erste Kickoff, der erste Anlass. Wir werden jetzt eigentlich dann zuerst einmal eben die Begehung machen, die Armin Meier angekündigt hat, damit man nachher eigentlich in jedem Quartier einen Handlungskatalog daraus entwickeln, wie schon unsere Vorstellung von dieser Gruppe, von dieser relativ kleinen Gruppe, wie ist die Vorstellung, was muss man für zusätzliche Themen in Richtplan nehmen, pro Quartier, damit eben der Richtplan, der zwar sehr gut ist aus dem 2011, aber der Teil Innenentwicklung, der spezielle Teil Innenentwicklung in der Siedlung, der muss noch ganz stark überarbeitet werden. Und das passiert eigentlich so ein bisschen von unten nach oben, eben indem man von den Quartieren ausgeht und dort dann Massnahmen einmal erstmalig definiert, wo man denkt, die müssen in Richtplan rein. Es wird dann auch so sein, dass das erste Sounding Board, also das erste Treffen, wird dann irgendwo vor der Sommerferien. Also das wird in dem Bereich hinein sein, wo man quasi die Quartieranalyse hoffentlich weitestgehend mal vorliegen hat. Und dann nachher dort kann man das Feedback einholen. Die Erarbeitung dann wirklich vom Teil Innenentwicklung braucht nachher nochmal eine Konsolidierung. Im Januar, das wäre da, wird dann basierend auf dieser Konsolidierung, werden wir wieder die Reaktion von dem Sounding Board einholen. Nachher wird für den Richtplan
wird einmal ein Mitwirkungsprozess sicher laufen. Da können Sie, da liegen die ganzen Unterlagen eine Zeit lang auf und Sie können jede Person einzeln kann die anschauen, kann die Ideen, die sie hat, eingeben zu den gesamten Änderungen im Reichplan. Dort wird man nachher müssen prüfen, ja, und jetzt alles kann man nicht berücksichtigen, das wissen Sie auch. Aber was macht Sinn, dass man da bereinigt? Und gleichzeitig fangen wir natürlich dann am eigentlichen Kernstück von dieser ganzen Revision an, nämlich an der Gesamtzonenplanrevision und an der Erarbeitung des Baureglements. Und auch dort, da sehen Sie, da sind wir dann ein bisschen in einer Unschärfe von der Zeit rein, wird es wiederum basierend auch auf dem Sounding Board, wird es Konsolidierung geben. Und auch dort wird es eine ganz offizielle Mitwirkung geben, wo jede Person im Buchs kann Meinung äußern, wenn sie das will. Das ist eigentlich der Hauptprozess, also Schwerpunkt Richtplaninnenentwicklung, Schwerpunkt Zonenplan Baureglement. Es braucht aber noch, das habe ich einleitend auch schon mal gezeigt, es braucht noch weitere Instrumente. Also ein Teil ist noch, dass man Schutzinventar auch anschauen, insbesondere den Teil von Ortsbildschutzgebieten, die heute vorhanden sind. Macht das noch Sinn, dass wir die heutigen Ortsbildschutzgebiete haben? Wie müssen wir die Definition neu überarbeiten von den heutigen Ortsschutz und von den künftigen Ortsschutzbildgebieten? Und dann gibt es aber auch noch Einzelobjekte, die unter Denkmalschutz sind. Auch die werden ganz genau angeschaut werden. Und das muss auch aktualisiert werden. Das gehört schlussendlich, gehört das auch in den Gesamtprozess hier. Ein zweiter Teil, der auch neu zu machen ist, wo auch neue Vorschriften jetzt auf kantonaler Ebene, die vom Bund gekommen sind, müssen umgesetzt werden, auch in der Stadt Buchs. Gewässerräume müssen festgelegt werden. Die Festlegung der Gewässerräume ist positiv, auch im Vergleich zu jetzt der Übergangsregelung, weil man dann mal die Rechtssicherheit, wo darf man hat, wo darf man wie nachher bauen. Und dann haben wir noch Arbeitsplatzgebiet. Ich erinnere Sie zum Beispiel an Pfägeren, wo auch noch müssen, umdefiniert werden. Es ist nicht nur das Wohnen, sondern es sind auch da Gewerbezonen und Industriezonen und die hätten wir eigentlich nach Möglichkeit in einem leicht vorgezogenen Prozess, wird man die selber separat durchspielen. Aber auch die gehören schlussendlich natürlich zum Zonenplan Baureglement. Das ist das Vorgehen, wie wir es vorhaben und ich gehe jetzt mal davon aus, es sind einige Fragen wahrscheinlich noch im Raum. Ich komme mit dem Mikrofon zu Ihnen am liebsten und der Armin würde dann und der Ralf Eter würde je nach den Fragen beantworten. Wer hat eine Frage? Guido Crescenti, bitte. Ja. Meine Damen und Herren, ich sehe, dass eine Quartieranalyse stattfindet. Und meine Frage lautet, was passiert in der Zwischenzeit, bis man die Auswertung von der Quartieranalyse und allenfalls die Regelung, die man machen will in dem Quartier. Kann man da weiterbauen? Kann man da unbeschränkten Block hineinstellen, wenn es möglich ist? Und Parkplätze auf der Straße und so weiter? Oder wie passiert das? Die Frage kann sogar ich beantworten. Das ist ganz eine einfache und schlichte Antwort. Wir haben im Moment gültige Baugesetze, wir haben ein gültiges Baureglement, wir haben einen gültigen Zonenplan, wir haben ein gültiges Parkierungsreglement. Das bleibt in Kraft, so wie es jetzt ist, bis das neue Baureglement und der neue Zonenplan in Kraft treten. Also, das heisst mit anderen Worten, man kann nach heutigem Baureglement, nach heutiger Regelbauweise eben genau diese Themen, wie ich es vorher noch gesagt habe, die schwierig sind, da
passiert weiterhin eine Zeit lang noch passieren können, bis wir das neue Baureglement haben. Wenn ihr etwas einfügen. Gibt es weitere Fragen, Themen? Sonst, glaube ich, scheint das in dem Fall, darf ich ausschliessen, einigermaßen erschöpfend für die erste Runde jetzt beantwortet zu sein. Danke vielmals fürs Interesse. Und dann können wir da den Vorhang lassen. Und dann gibt es jetzt eben einen kleinen Apro. Ich danke allen ganz herzlich, die beigetragen haben. Merci vielmals. Ja.